Ist etwas mit euren Füßen oder könnt ihr nicht laufen? Der alten Zeiten willen. Raffin wollte es. Ja, okay, wir wollten es. Es ist gut, euch beide zu sehen. Oh. Hast du mitbekommen, Kiaras? Yalan hat geheiratet. Was? Yalan? Ja. Kareno? Ach, mein Liebster. Wie geht es dir? Es ist beschissen. Viel zu lange, ja. Komm, umarm mich. Ja, Yalan wird sich dann nach einem Moment der Überlegung hinreißen lassen. Aber es ist eine sehr mechanische Umarmung. Dass ja, ihm das eine seiner Hände aus Eisen besteht, hilft natürlich nicht. Ja, ich packe Yalan natürlich sehr fest und drücke ihn an mich. Ich hab dich vermisst. Ich hab euch alle vermisst. Wie es euch ist, auch. Eine Weile. Sehr schön zu sehen, dass ihr noch lebt. Oh, ich muss euch erzählen, was passiert ist, als ihr weg gewesen seid. Also, wir Zwerge haben den Drachen erschlagen. Dann ist es dazu gekommen, dass sich Yalan einem merkwürdigen Kult angeschlossen hat. Ich habe Xeran von hinten erdolcht und wir haben uns letztlich dazu entschieden, Drachenjagen zu gehen. Da waren wir bei Zulamin in der Stadt gewesen. Oh, ich glaube, ihr kennt Zulamin noch gar nicht. Wo ist die denn eigentlich? Nein, nein. Wo ist Isarun? Zulamin hat sich ist noch bei euch, oder? Nein, Isarun hat geheiratet und hat Kinder und geht jetzt ihren Pflichten in Gareth nach, weil sie ist Hofmager geworden. Aber mir wollte auch Hofmager werden, aber er hat es nicht geschafft. Ich wollte nichts dergleichen werden. Ja, und kannst du dir das vorstellen? Da hat sie Kinder bekommen und nicht mal eins Rafim genannt. Ja, und Rafim ist jetzt König und ich bin sein Schoch Suli. König? Ja, von Dolf. Nicht wahrhaftig. Er ist der Häuptling einer Bande Trollzacker. Oh ja, die sind sehr freundlich und wir sind keine Bande, sondern wir sind ein Stamm. So oder so, er hat den alten König abgemurkst. Ich verscheine ja wirklich viel verpasst zu haben. Ja, und Karinor, du als schönster Mann auf Dere solltest die schönste Frau auf Dere kennenlernen. Zulamin, komm doch mal her. Zulamin hat sich lächelnd im Hintergrund gehalten und das Wiedersehen verfolgt und trottet auf Kiaras zu. Seid gegrüßt. Ich habe schon viel von euch gehört. Raya segne euch, Schwester. Ich habe leider noch nicht viel von euch gehört, aber ich denke, das lässt sich nachholen. Ich bin Zulamin. Kiaras Kareno. Sala Reshalia, Aichel Khalil. Ich komme aus Fasar. Und wie es scheint, haben wir uns gewissermaßen in dieser Gruppe abgelöst. Es scheint so. Ich bin froh, dass meine Abwesenheit nicht zu sehr geschmerzt hat. Und dass ihr meine Flechten übernehmen konnte. Oh ja. Kann ich versichern, dass ihr vermisst wurdet? Sie kann sich in ein Pferd verwandeln. Könnt ihr das auch, Kiaras? Wir haben sie kennengelernt, als sie sich in ein Pferd verwandelt hatte. Abelmir hat versucht, sie abzustechen. Abelmir, also wirklich, darüber haben wir doch schon gesprochen. Nun ja, es war ein Missverständnis. Ich bin mir sicher. Er hielt es wohl für einen Akt der Gnade. Nun ja, tötet man nicht Fehlen, natürlich die man nicht. Abelmir, nicht, wenn man ein mächtiger Magier ist und sie auch heilen könnte. Nun, ich möchte Abelmir an dieser Stelle jetzt auch mal in Schutz nehmen. Er hat vielleicht einfach ein bisschen wenig nachgedacht an dieser Stelle. Aber, Kiaras, kommen wir doch zu euch. Wie ist es euch ergangen? Wir haben ja nicht viel von euch gehört, außer dass ihr vielleicht einmal in der Nähe von Medena gewesen seid und dass ihr jetzt bei den Mabiden gewesen seid. Was ist passiert? Wie ist es euch ergangen? Es ist eine komplizierte Geschichte. Ich habe euch in Warung aus den Augen verloren, wenn ich mich recht erinnere, nicht wahr? Ja. Ich bin dem Dämon wieder begegnet. Derjenige, der meinen Schatten gestohlen hat. Oh ja, ich erinnere mich. Ich muss ihm wochenlang hinterhergejagt sein. Oder vielleicht hat auch er mich gejagt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin durch die schwarzen Lande gewandert, ohne Sinn und Verstand.
am Verhungern, am Verrücktwerden, ich weiß es nicht mehr. Ich bin später aufgewacht in einem Mabo-Tempel. Wer mich dorthin gebracht hat, wie ich dorthin gekommen bin, ich weiß das nicht. Aber sie haben versucht, mich wieder aufzubauen. Mir versucht zu sagen, dass niemand das Schwarze Lande überleben konnte, dass ihr wahrscheinlich alle nicht überlebt habt. Ich hatte zu viel Angst herauszufinden, ob ihr wahrlich tot seid. Ja, das ist absurd. Wir haben Warung niedergebrannt und dann den schwarzen Drachen getötet. Das hättet ihr eigentlich hören müssen. Uns hat man erzählt, man hätte euch in Mendena gesehen. Aber das können auch nur Gerüchte gewesen sein. Wir haben euch bis zum Anwesen dieser Pasca Florios nachgespäht. Ja, ich bin sehr bald aus diesem Mabo-Tempel geflohen. Sie haben mich stetig versucht, zu diesem eurem Boron-Glauben zu bekehren. Und ich habe entschlossen, es ist wahrscheinlich besser, wenn ich mich zu meiner eigenen Göttin bewege, um meinen Verstand zurückzuerlangen. Also bin ich ins Horasreich geflohen, nach Belhanka, in den Palast Rajas. Ach, lustig. Ich war auch fast anderthalb Jahre in Belhanka. Ich habe an der Akademie gelehrt. Warum habt ihr nichts gesagt? Ja, natürlich. Ich habe mein ganzes Leben dort im Tempel verbracht. Ich habe ihr nichts verlassen. Ich habe gebetet. Ich habe versucht, Raya zu finden. Und nun, ich habe es geschafft, denke ich. Das ist schön. Ich finde diesen Tempel erst auch ausgesprochen schön. Ich war ein, zweimal mit meinen Studiosi dort auf Exkursion. Weinverkostung und derlei Dinge. Das kommt in Belhanka häufiger vor als Tutor und Lehrer. Nun ja, was man dort so Lehre nennt. Nun, es ist eine ausgezeichnete und exquisite Universität, hat man mir versichert. Es ist mehr oder weniger ein Theaterstück, was sie dort aufführen und keine Akademie. Nun? Ist das hier wahrhaftig der Zeitpunkt, um Magiergildeninterne Dispute auszufechten? Ich bin nach wie vor keiner Gilde angehörig. Das ist euch bewusst, Jalan, oder? Nicht der Punkt, Bortax. Ja, und mittlerweile lehren sowohl Abelmir als auch ich jetzt hier an der Universität in Al-Anfa. Wahrlich, ich... Schade, dass wir uns verpasst haben. Ich bin erst vor kurzem in die Stadt zurückgekommen, nach der großen Schlacht war ich eher ein politischer Gefangener als ein Gast in Belhanka, sagen wir es so. Wie hat euch dann gefangen gehalten? Die Horasia natürlich. Aber. Welches Haus? Ich nehme an, man hat ihn ganz sicher. Ich nehme an, man hat ihn nicht wirklich gefangen gehalten bei mir. Ja, genau. Es ist eher ein Hausarrest gewesen. Ich war im Tempel gefangen, wenn man es so nennen mag, und bin jetzt erst wieder hierher gekommen. Ich habe mich im Mabo-Tempel versteckt hier. Dieser Raya-Tempel hier ist doch ein wenig zu obszön für meinen Geschmack, muss ich zugeben. Ach, es gibt also Dinge, die für euren Geschmack zu obszön sind. Ach, aber natürlich. Es ist ein wenig extremer hier als das, was mir gelehrt wurde, nicht wahr? Und nach 5 Jahren aus der Stadt raus, muss ich sagen, ich bin nicht mehr wirklich auf dem neuesten Stand, was die Politik angeht. Ja, wir auch nicht. Aber vielleicht könntet ihr uns trotzdem mal einen Überblick geben. Das wäre schon mal sehr hilfreich. Und wenn ich mir helfen kann, ich gerne. Ich versuche seit meiner Ankunft verzweifelt, jemanden zu finden, der mir das ganze politische Geflecht hier erklären kann. Es wirkt auf den ersten Blick ähnlich wie in Fasar mit diesen Grantenhäusern. Sie scheinen so ähnlich zu sein wie unsere Erhabenen. Aber wer mit wem, warum? Puh. Wir waren zum Beispiel beim Wahrer der Ordnung und haben erst später erfahren, dass er mit dem Haus Zornbrecht verwandt ist, was natürlich einiges ändert. Nun, irgendwie ist hier jeder mit jedem verwandt, denke ich. Das Wichtigste zu wissen ist, dass die Granten weniger so sind wie die Adeligen im Norden, sondern eher die Reichsten der Reichen, die sich die Macht einfach erkaufen können. Sittenlose Bastarde. Manche. Ja, dann dazu, also so ein Gerede will ich nicht hören. Dann komm ran auf eine Armlänge. Alan, du wirkst ja, als hätte man dir, ich weiß nicht,
den Stock, den du früher im Arsch hattest, wieder reingeschoben. Was ist denn los? Bin ich froh, Kiaras wiederzusehen? Ich meine, ihr standet euch vorher doch so nah. Nun, und dann ist er einfach verschwunden, ohne ein Lebewohl, ohne ein Wort. Naja, er sagte doch, dass er irgendwie... Lasst gut sein. Jalan, möchtest du darüber reden? Ich dachte, ich hätte gerade klar gemacht, dass ich es nicht möchte, nein. Aber manchmal bedeutet ein Nein, bitte frag nochmal. Nun, lassen wir Kiara vielleicht einmal ausreden. Ihr wollt uns etwas über... Nun ja, über die einzelnen Familien vielleicht mitteilen, was wir... Nun, was uns hilfreich sein könnte. Ja, natürlich, natürlich. Wir können später privat reden. Nun, über wen wolltet ihr etwas wissen? Ich kann euch über meine Familie natürlich einiges erzählen und über diejenigen, mit denen ich enger verwandt bin. Aber über einige kann ich euch wenig erzählen, da, naja, wie gesagt, ich war lange nicht in der Stadt. Was ist mit diesen Hunax? Sie scheinen wohl das formelle Oberhaupt dieser Stadt zu sein. Man kommt schwer an sie ran. Nun, ja, das stimmt. Sie sind keine der großen Familien. Allerdings sind sie das, die spirituellen Oberhäupter tatsächlich der Stadt. Sie sind vor allem im Boron-Tempel zu finden. Und doch enger mit mir verwandt tatsächlich. Wartet, ich zeige euch mal unsere Gästeliste, da ihr glücklicherweise etwas früher eingetroffen seid. Nun, wir haben alle großen Häuser eingeladen, aber wir waren uns nicht sicher, wer kommen würde. Also beim Hotel hat man uns gesagt, die Oberhäupter sicherlich nicht. Also haben wir noch eine persönliche Liste für uns gemacht mit Leuten, wo wir es uns eventuell vorstellen konnten, dass sie vielleicht Lust auf so etwas haben könnten. Natürlich, natürlich. Zeig her. Wie ist diese Alena Karinor mit euch verwandt? Sie scheint noch recht jung zu sein. Alena? Ja, tatsächlich. Sie ist, das ist ein wenig komplizierter und, sagen wir ein wenig, Gerüchte umwogen. Nun, dann konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Mögt ihr sie? Ich habe sie nicht oft getroffen. Sie ist meine Cousine zweiten Grades. Ah, ich verstehe. Aber und nun, wenn ich mich nicht irre, lebt sie aktuell unter dem Haus Honag. Ihre Mutter hat Amir Honag geheiratet, was sie auf eine seltsame Weise doppelt zu meiner Verwandten macht. Nun, dann vielleicht könnt ihr uns sagen, wen ihr insgesamt unter den Granden als, ich möchte nicht sagen als vertrauenswürdig, aber wem gegenüber hegt ihr positive Gefühle? Meiner eigenen Familie natürlich, das ist klar. Allerdings, ich habe gute Beziehungen zu den Zornbrecht, Rätsel an Zornbrecht, das ist ein sehr guter Freund von mir. Ein Kindheitsfreund, könnte man sagen, und ein eher schlechter Einfluss, könnte man ebenfalls sagen, für einen jungen Mann, der sehr beeindruckbar ist. Na, wenn das nicht interessant klingt. Was genau wisst ihr noch über die Zornbrechts? Und was wisst ihr über ihre Verbindung zu Amar Steenstock? Amar Steenstock? Darüber weiß ich nichts. Ich weiß, nun, der Smirnoberhaupt ist nicht unbedingt sehr wohlgesonnen vielen Leuten gegenüber. Aber wir würden ihn also wohltemperiert nennen, ja? Ja, man könnte es so sagen. Wie gesagt, ich hatte überwiegend mit Rezan meine Verbindungen und er hat mir auch dazu verholfen, zu meiner ersten Fahrt aufzubrechen später. Und ich war gut bekannt mit der Großadmiralissima. Allerdings habe ich gehört, dass sie ja leider verstorben ist. Wir haben ihren Nachfolger eingeladen, aber wir wissen wenig über ihn bisher, außer dass er ein Willmann ist. Deine Familie wirkt etwas dubios.
Ja, mit denen habe ich es gepflegt, mich nicht wirklich zu vermischen. Sie sind seltsam. Und ich kenne ihn tatsächlich auch nicht. Ich weiß nicht, was für eine Person er ist. Kapitän, ja, das Lager ist gesichert. Ich wollte sichergehen, dass die Feuerschlucker nicht in das Ruder kommen. Ja, eine gute Idee. Vielleicht sollten wir noch weitere, ja, das Unterdeck, vielleicht bestimmte Türen verriegeln und einen Dukatengardist davor stellen. Gute Idee. Ich lasse das veranlassen. Ach, wir haben Besuch. Nun, das ist Kieras Karinor. Ein guter alter Freund und Bekannter aus der Vergangenheit. Eine Freude. Kieras Karinor. Der Kieras Karinor. Ich habe von euren Diensten auf der Feuerjinn und auf der Bauchunsichel gehört und über euren Einsatz vor Port Polygon. Ich hoffe, nur Gutes. Natürlich alles über euren Erfolg gegen den Piraten Basturian Eisenhalt. Jalan hier den Namen teilt. Und auch nur ja, die guten alten Zeiten. Ich war damals auch ein wenig wilder, könnte man sagen. Diamantus Monterey. Ja, und einer der größten Kunden eurer Karinor-Zigarren. Oh, ich bin mir sicher, ich kann da etwas veranlassen. Oh, ich mag euch jetzt schon. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Passt auf, ihn zu mögen kann für den einen oder anderen zu einer Enttäuschung werden. Oh. Nun, ja. Er sieht nicht aus wie eine Enttäuschung. Nein. Aber sagen wir mal so, er hat das ein oder andere Herz zersplittert, zerstört, zerrieben, zurückgelassen. Richtig. Was meinte ich damit? Aber also, Sulamin, wem sagen wir das? Also... Jalan sieht aus, als würde er gerade sehr intensiv versuchen, ein Stück aus der Reling zu reißen. Als ich mit den Rondrianern unterwegs war, habe ich einen Ritter aus Weiden kennengelernt, der meinte, wir seien wie Ikanaria-Schmetterlinge. Brächten die Leute um den Verstand und ließen sie wahnsinnig zurück. Aber das ist ja eine sehr finstere Sichtweise der Dinge, oder? Ja, so schlimm sind Ikanaria-Schmetterlinge jetzt auch nicht. Danke, Boltax. Man sollte nur nicht zu sehr hinschauen, aber ich bevorzuge es, zu sagen, dass ich nicht unbedingt mich gut verstehe mit Travia. Ja, ich sehe es eher so, dass ihr die Bevölkerung motiviert. Denn was lohnt sich ja, das Kämpfen? Ja, so kann man es sagen. Wenn nichts auf einen wartet. Ja, auf Jalan wartet ja auch seine Frau. Die ist gewissermaßen Rondrianerin. Und er kämpft ja auch. Nur aus bitterer Notwendigkeit. Rondrianerin. Aber ich glaube, ihr kennt sie sogar. Kann das sein? Ihr habt ihr Bekanntschaft gemacht, damals, vor langer Zeit. Leonida? Ja. Sagt euch das noch etwas? Dunkel erinnere ich mich, ja. Es ist einige Zeit her schon. Ja, auf dem Turnier damals, Eva Jalans. Landesfrau oder wie auch immer das heißt. Eine verbissene Frau, die einem jeglichen Lebenswillen raubt, gewissermaßen. Boltax, benimm dich. Aber das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Sie hat einigen Eindruck bei uns gemacht in Zorgan. Da lebt sie jetzt übrigens. Für den Moment. Gegen meinen Wunsch. Ich bin einfach nur froh, dass du in guten Händen bist, Jalan. Ja, und er hat jetzt auch Kinder. Was? Zwei sogar. Ich habe keines Kieras genannt, nein. Und auch nicht Rafim. Ja, was mich immer noch enttäuscht. Ich habe es versucht, aber ich wurde überstimmt. Konntet ihr überstimmt werden? Und von meiner Frau, ihrem Bruder, ihrer Schwester, ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrem Großonkel und der Kaiserin höchstpersönlich. Ja, das schreit nach einem Duell. Den Namen Diamantes kanntet ihr ja noch nicht, also... Das ist wohl nicht eure Schuld. Richtig, und ihr habt immerhin keine Zwergin geheiratet, also hättet ihr euer Kind auch nicht Boltax nennen können. Und hättet ihr eure Tochter Zulamin genannt, hätte eure Frau euch sicher ermordet. Haben wir nicht Wichtigeres zu tun, als über die Benennung unserer Kinder auszutauschen? Nein, nein, eigentlich nicht. Naja, also ich finde das jetzt eigentlich schon ein recht wichtiges Thema.
Grafin, wo warst du eigentlich die letzten 3 Tage? Ja, und während ihr euch darüber unterhaltet, dass es nichts Wichtigeres zu tun gibt, da könnt ihr erkennen, wie wohl ein weiterer Gast frühzeitig auftaucht, und zwar Oboto Florios, gemeinsam an seiner Seite mit 2 Amazonenkriegerinnen, zumindest 2 Damen, die sich amazonisch gekleidet haben, ebenfalls mit dem Säbel. Die Dukatengardisten überlegen kurz, ob sie sie kontrollieren und die Säbel abgeben lassen, entscheiden sich allerdings dagegen und lassen dann Oboto Florios, den Hauptmann der Stadtwache, an Bord. Willkommen an Bord. Ah, nun, danke für die Einladung zu diesem, zu dieser Festivität. Bin etwas zu früh, aber nun, wenn ihr später all die anderen eingeladen habt, dann sollte ich doch anwesend an der Stadtwache sein, nicht wahr? Nun, in der Tat. Nun, ihr kennt ja meine Gefährten und vielleicht kennt ihr auch jenen Herrn Kiaras. Kiaras Carino. So, so. Von euch hat man auch schon länger nichts gehört. Es ist wahrlich lange her. Aber es ist schön, euch in guter Gesundheit gesehen. Ja, ja. Aber sagt, bevor all die anderen auftauchten, würde ich doch ganz gerne darum bitten, dass ihr die, das Säckelchen bei mir abgebt, damit ich ein Auge zudrücken kann für den Angriff auf aber meine... Aber sicher doch. Ich wollte nur nicht, dass ihr es vergesst. Ihr versteht. Natürlich. Aber mir bezahlt den Mann. Das ist nicht mein Ding. Yalan hat eine Strafe begangen und Yalan wird dafür bezahlen, nicht wahr? Natürlich, wenn ihr mir doch folgen würdet. Dann nehme ich ihn mit in die Kapitänskajüte und bezahle ihn mit Abemirs Wechseln. Denn Abemirs Wechsel sind die einzigen Wechsel, die wir haben. Ja, niemand anders von uns ist noch kreditwürdig. Gut. Nicht so verschuldet, wie wir sind. Ich meine, ernsthaft, jeder außer Abemir und Boltag steht 10.000 Dukaten in der Kreide. Ich glaube, Yalan sogar 20. Ich möchte anmerken, dass ich das Geld geschenkt bekommen habe. Ja, aber ein Geschenk von einem Ptolemiden ist kein Geschenk. Stimmt, der eine möchte gute Abenteuergeschichten dafür und die andere gute Handelsbeziehungen. Ja, du bist der Einzige, der sich hat ausgemacht. Wie viel kriegt der überhaupt? Wir hatten was ausgemacht, aber ich hab's vergessen. Ob 20 Dukaten waren das. Na, so eine Kante. Ja, er kriegt trotzdem den Wechsel, damit er weiß, steckt sich, Geld kommt. Ja, er nimmt das auf alle Fälle in Dukaten, lässt sich das dann eben an seinen großen Säckelchen neben die anderen heften. Und kommt da wieder nach draußen. Sehr schön, sehr schön. Ich habe sogar gesehen, dass ihr den großen Teatrado engagiert habt. Natürlich, nur vom Besten. Ja, oh, sehr ja. Gut. Wir konnten ihn schon einmal in Punen wundern. Aber das war doch in Punen. Das muss ein anderer Teatrado gewesen sein. Dieser Tage gibt es viele, die sich als ein solcher ausgeben. Aber gut. Dann möchte ich auch nicht weiter stören. Ich vermute mal, dass Imuel wohl auch nicht kommt, denn die Einladung auf ein Schiff ist doch recht merkwürdig, möchte ich fast meinen. Und ich habe auch viel zu tun. Von daher, ich war da und werde von eurer kleinen Soiree berichten, sagt man doch, oder? Aber sicher doch. Gut, dann noch viel Spaß. Keras? Nickt er dir zu? Er nimmt doch noch einen. Ich schneck ihm zurück. Ja, er geht dann auch zu einem der Diener, die dort mit einem natürlich Livret stehen, nimmt sich dann auf seine Hand 3, 4, 5, seine Hand ist ziemlich groß, 6, 7 kleine Pastetchen, so kleine Haie, die dann wohl auch roh sind, irgendwie in so einem Algenmantel mit ein bisschen Reis dabei. Und steckt sich dann 1, 2, 3, auch sein Mund ist ziemlich groß, direkt in den Mund und schmatzend nickt euch zu und verlässt dann schon wieder das Schiff. Warte, bis er weg ist. Verdammter Bastard. Hätte sich wenigstens eine Weile aufhalten können. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Haben wir uns nicht genauso in Kunchon damals kennengelernt? So in etwa. Nun, ich hoffe, dass unsere anderen Gäste nicht genauso schnell wieder weg sind. Aber ich glaube, eine so große Bereicherung wäre ja ohnehin nicht gewesen. Es geht eher darum, dass sie alle unsere Gesichter und Namen im Kopf haben, wenn die morgen in der Arena aufräumen.